Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal in Dinkelsbühl bei Miga Caravan. Worum geht's heute? Erst einmal möchte ich mich mega mäßig bei euch bedanken. Ich habe ja in meinem letzten Video am Ende so einen kleinen Aufruf gemacht, was unser kleinen Wettbewerb bei Instagram angeht mit dem Camper Tobi, und ihr habt echt mega geil mein Instagram-Account so ein bisschen nach oben geschossen. Super lieben Dank. Wir haben jetzt 240 Abonnenten. Super lieben Dank. Und somit habe ich aktuell den Tobi überholt. Aber ich glaube, er wird ganz, ganz schnell nachziehen. Und da freue ich mich schon wieder drauf. Also das wird richtig spannend. Er ist jetzt, glaube ich, aktuell auf der Caravan Salon. Da ist er hingefahren, weil er da wieder tolle Impressionen filmt und mitnimmt. Da bin ich auch schon gespannt. Ich persönlich kann leider nicht hinfahren, weil ich habe hier in meiner Werkstatt unheimlich viel zu tun. Aber das macht nichts. Und wir fahren ja nächste Woche am Freitag zu unserer Spendenaktion. Wir werden da entsprechend unser Geld abliefern. Da treffen wir uns mit dem Frank Debbing, der hier auch auf YouTube einen tollen Kanal hat und dazu auch ein Video rausgelassen hat, wo ich verlinken werde, damit ihr auch seht, mit wem wir die Spende machen. Weil auch dir, lieber Frank, ganz, ganz lieben Dank für dein Engagement, weil es war echt gigantisch, was auch du zusammengebracht hast. Zusammen kriegen wir da wirklich eine tolle, stolze Summe dran. Und natürlich super, super lieben Dank an alle Spender, die hier sich rege beteiligt haben. Echt top, mega. Wir freuen uns riesig. Also ihr habt noch aktuell bis Freitag, ich sag mal vorsichtig, bis Donnerstag noch Zeit. Ich blende es noch mal ein, unsere Kontonummer, da noch ein bisschen was beizusteuern, wenn ihr noch Lust habt. Denn am Freitag ist definitiv Deadline, weil da müssen wir dann das Geld auch abholen und parat stellen, weil wir das ja dann am Samstag denjenigen zur Verfügung stellen. Wir werden hier jetzt noch nicht verraten, wer es kriegt natürlich. Ist eine kleine Überraschung. Und da freuen wir uns schon richtig drauf. Wir werden am Freitagnacht lostigern und werden da losfahren und uns mit Frank Debbing und noch einen ganzen lieben Kunden von uns, der da wohnt, treffen, um auch die Kontakte hergestellt hat. Und da sind wir schon richtig ein bisschen aufgeregt. So, und jetzt schauen wir mal weiter, wie es hinten in der Werkstatt geht. Weil ihr habt gefragt, wie es da hinten unserem Chanson geht und was da alles gemacht worden ist. Und da wollte ich euch mal den Stand zeigen, wie weit das wir da sind. Auf, gehen wir in die Werkstatt. Auch hier haben wir wieder bevor wir zum Chanson kommen, ein kleines Präsent bekommen für unsere Mitarbeiter, für unsere Monteure. Ihr seht, was hier steht. Wahnsinn, also die Herrschaften von dem hübschen Malibu hier, den wir ja als nächstes umbauen oder beziehungsweise wo wir ja schon angefangen haben umzubauen, haben uns heimlich im Fahrzeug doch glatt die Schüssel hier versteckt mit ganz, ganz viele Leckereien. Also oh, die musste schon ganz schön bluten und da kann man auch nicht vorbeigehen, ohne dass man zugreift. Auch an euch mega, mega lieben Dank. Also ihr seid echt spitze und das motiviert natürlich unwahrscheinlich. Also ihr seid echt toll. Danke. So, jetzt müssen wir einen kleinen Schwenk machen. Wupp, und da steht er. Was haben wir hier gemacht? Also fangen wir außen an. Wie weit das wir sind. Ihr seht, hier sind Löcher in der Wand, um Gottes Willen. Natürlich, weil wir hier zwei Dosen verbauen, einmal Wasser und einmal Gas. Da haben wir entsprechende Ausschnitte gemacht. Hier liegen auch schon die Dosen. Damit es alles zusammenpasst, haben wir die hier an der Seite gemacht, weil hier liegt der Gasanschluss, hier liegt auch gleich das Wasser.
Und damit es optisch alles ein bisschen ausschaut und eine Linie kriegt, haben wir das hier übereinander gemacht, damit es nicht so chaotisch wirkt. Also dann tun wir uns auch ein bisschen leichter mit den ganzen Anschlussmöglichkeiten. Und hier mit der Gasleitung, die haben wir auch schon hergelegt, die liegt schon hier. Die ist nicht weit, da müssen wir nur von hier darüber mit einem extra Ventil dran. Da haben wir ja unseren Spezialisten, der geprüfter Gasprüfer ist und sich da bestens auskennt. Und muss ich wirklich sagen, der macht einen mega Job, unser Marc. Das macht richtig Spaß. An dem Fahrzeug arbeitet außer der Marc natürlich noch der Steffen. Unser Steffen ist für ja, alles echt ein toller Mann, der die Kabel durchzieht, der Ausschnitte macht und Akkus verlegt oder innen drin Platz dafür macht, Halter macht und. Also echt top Mann, genauso wie natürlich unser Steffen. Quatsch, unser Detlef, Steffen Hammerscher, der im Holztechnischen sehr, sehr gut ist und auch da unwahrscheinlich viel macht. Und also alles in allem top ergänzend sind alle drei. Also echt mega. Hier innen sind wir auch schon ganz schön weit vorgekommen. Also jetzt zeige ich euch mal die neue Instrumententafel. Schaut jetzt aktuell so aus. Ist ein bisschen dunkel. Da muss ich mal schnell das Licht dazu holen, weil sonst erkennt man hier nicht viel. So, jetzt sind wir wieder dabei. Und jetzt kann man auch wieder richtig was sehen. Und hier sehen wir schon, dass einmal hier die Solaranzeige mit implantiert worden ist, einmal hier der Wechselrichter, dann hier natürlich das Standarddisplay und hier oben zu guter Letzt der Ruder. Das war ein Kundenwunsch, dass wir den nach außen legen. Und natürlich haben wir hier unseren Batteriecomputer verbaut von der Super B, wo er jetzt aktuell seine zwei Super B Akkus anschauen kann. Also das schaut echt richtig klasse aus. Und ich finde auch vom Gesamtbild her passt es richtig schön hier rein. Also muss ich wirklich sagen, Top-Arbeit, war eine Riesenarbeit, weil man natürlich viele, viele Kabelwege alles ändern mussten. Wenn ihr euch erinnern könnt, der Computer war ja auf der gegenüberliegenden Seite da dahinter verbaut. Da sind die gerade am Arbeiten, das zeige ich euch dann später. Und der Router war ja da innen verbaut. Jetzt sagt man ja, ist ja nicht so schwer, das einfach da rauszulegen. Ja, denkst du, man muss ja die ganzen Kabel verlegen. Ne? Also ja, es ist schon manchmal nicht immer ganz so einfach. Jetzt schaut auch das Kästchen da drin ein bisschen aufgeräumt aus. Nicht mehr so wild wie am Anfang. Ne? Ihr seht, da oben alles schön aufgeräumt, damit man da einfach ein bisschen Platz hat. Und das Ganze ein bisschen schick ist. Auf der Seite haben wir ja jetzt das Thermostat hingemacht, wo ja hier war. Das haben wir jetzt darüber gemacht, damit natürlich die ehemalige Einbaustelle so ein bisschen geschlossen ist und damit es wieder zu ist. Ja, was haben wir noch gemacht? Dann haben wir natürlich hier die zweite Super B eingebaut. Ihr seht's. Aktuell war ja nur eine verbaut, somit musste man hier den Kasten ein bisschen umgestalten. Der Kunde wollte auch, dass wir den Ladebooster umdeponieren, sodass man auch die Beleuchtung, sprich die Anzeige vor dem Ladebooster, sehen kann. Der war schon standardmäßig verbaut, den haben wir jetzt erst einmal auch so belassen. Und dann gehen wir hier weiter, da haben wir dann den WCS-Wechselrichter verbaut mit 2000 Watt. Und hier dazu natürlich den Dachmers, wo die Starterbatterie überwacht, den Standby-Controller. Auch den haben wir uns gewünscht. Und so schaut das ganze Kästchen hier richtig cool aus. Der Wechselrichter braucht natürlich auch Luft. Den haben wir dann hier hinten so ein bisschen ausgeschnitten, damit man da hinten auch entsprechend, wie soll man sagen, ja, einfach Luft durchkriegt und der richtig schön die warme Luft rausblasen kann. Erkennt man jetzt ein bisschen schlecht, da hole ich jetzt doch einmal schnell eine Lampe dazu. So, jetzt sieht man das Ganze mal richtig. Also da haben wir
entsprechend den Lüfter ausgeschnitten, schön sauber, damit der Wechselrichter hier ein Stück, 5 mm rausschaut, damit eben die Lüfter alle komplett nach außen gehen und die Wärme schön raus kann, wenn er beansprucht wird, damit es alles top ausschaut. Also ich muss sagen, echt eine tolle Sache. Haben es richtig gut gemacht, meine Jungs. Also schaut richtig klasse aus. Und jetzt machen wir uns noch an die Verschönerungsarbeiten. Dann müssen wir noch die Alarmanlage checken und nur ein paar Kleinigkeiten. Ja, und dann wird das Auto aber auch schon langsam wieder fertig. Also echt tolle Leistung. Gefällt mir richtig gut, was hier alles verbaut worden ist. Also muss ich echt sagen, in dem Chanson tolle Geschichte. Und dann zeige ich euch natürlich auch noch, wenn die zwei Dosen drin sind hier an der Stelle, damit ihr seht, wie das auch fertig ausschaut. Und ja, dann sind wir hier eigentlich auch schon wieder langsam durch. Und hier fangen wir schon parallel dazu an, unseren Malibu. Heute haben wir dann nur, morgen früh kommt noch ein Akkuwechsel in einem Pickup. Der ist auf dem Weg von hier zur Abenteuer Allrad und ist sein AGM-Akku über den Jordan gegangen. Da verbauen wir schnell noch einen neuen. Hier werden wir morgen starten. Teilweise haben wir hier schon gestartet. Mensch, das kann ich euch eigentlich auch schon zeigen. Wir haben nämlich hier schon angefangen, Provisorien zu bauen, weil der Kunde möchte nämlich hier, seht ihr das, neue Fachböden drin haben. Spezifisch, beziehungsweise möchte hier die Fächer noch abgetrennt haben. Also bitte nicht wundern, das sind nur Schablonen, weil wir für solche Schränke, die in solcher Form sind und mit den Beschlägen auf der Seite und so weiter, erst einmal uns saubere Schablonen machen, damit wir danach wissen, wie muss der Fachboden denn wirklich ausschauen. Und die Stege hier kommen natürlich weg. Das sind jetzt nur behelfsmäßig, damit wir wissen, in welcher Höhe muss das Ganze hingebaut werden. Genauso die kommen natürlich weg. Bloß da kommt dann auch der Fachboden rein. Wie muss er ausschauen? Welche Höhe muss er haben? Damit es der Kunde dann eben alles so hat, wie er das gern möchte. Und wenn wir uns dann nochmal rumdrehen, da haben wir nämlich schon ein Fach fertiggestellt. So schaut es dann fertig aus. Hier haben wir dann schon die Trennwand rein, wie es der Kunde will. Hier nochmal einen Fachboden dazwischen, damit hier seine Teller und so weiter reinpassen. Also so geht es dann schon Schlag auf Schlag. Und hier machen wir dann noch vieles, vieles mehr. Das Fahrzeug hier kriegt echt ein richtig tolles Paket. Vor allen Dingen hier vorne ein anständiges Soundpaket. Da werden die Türen mit neuen Lautsprechern versehen. Hier unten kommt ein Subwoofer hin, dann werden die Hochtöner gewechselt, die Türen isoliert. Dann kommt eine Alarmanlage rein, da hinten kommt in die Tür nur Einbruchschutz hin. Dann kommen drei Platten Solaranlage drauf, Hochvoltmodul von WCS. Dann kriegen wir natürlich noch, ach, ich habe den Zettel jetzt nicht da, aber wirklich das volle Programm mit allen Dingen, was das Herz begehrt, damit das Fahrzeug richtig, richtig schön autark steht. Dann kommt hier noch eine beleuchtete Regenrinne hin. Und. Toll. Einfach toll, toll, toll. Ich freue mich riesig drauf und bin schon richtig gespannt, wenn das Auto fertig wird. Da wird der Kunde richtig glücklich sein und ich auch, weil solche Autos baut man ja auch nicht jeden Tag. Und es macht da immer wieder Spaß, so ein Projekt. Also muss ich wirklich sagen, wenn man dann so sieht, wie so ein Auto komplett in die Autarkie geht und bestimmte Dinge nur drauf hat. Arbeitsscheinwerfer zum Beispiel kommen hier noch hin, damit man dementsprechend hinten was sieht, wenn man auslädt. Genauso wie eine Unterflur-Cam hinkommt fürs Abwasser, damit man sieht, wo der Stutzen ist, wie man hinfahren muss. Lauter so Sachen. Dieselheizung hat er schon. Und ja, da nehmen wir euch natürlich wie immer auf den ganzen einzelnen Schritten auf alle Fälle mit. Und da freuen wir uns auch schon drauf, wenn es hier dann losgeht und ich euch wieder mitnehmen kann. Also ihr seht, es ist wieder richtig geiler Scheiß, was wir hier alles bauen. Echt toll. Ich finde es richtig klasse,
macht auch wieder richtig Spaß, die ganzen Fahrzeuge, den Chausson fertigzustellen, dann den Malibu anzufangen mit den ganzen Holzarbeiten, mit den Fachböden und was er alles in die Autarkie kriegt und Soundsystem, Türen dämmen und. Also da kommt wieder richtig was zustande, das finde ich richtig toll. Unter anderem habe ich ja schon gesagt, morgen früh kommt schnell der Lithium-Akku einbauen. Heute war einer da, Probleme mit dem Maxman, das haben wir schnell korrigiert. Also hier ist jeden Tag richtig was los und ich muss da einfach auch mal ganz, ganz lieben Dank dafür sagen. Es ist alles nicht selbstverständlich, dass man hier so angenommen wird und das ist echt mega. Und wir versuchen natürlich immer unser Bestes zu geben und sind auch echt stolz und glücklich darauf vor allen Dingen. Macht Riesenspaß, macht wirklich Riesenspaß. In dem Sinn sage ich ganz, ganz lieben Dank. Im nächsten Video werden wir die WCS Hochvolt-Modulplatte, Schindel-Modultechnologie, Hochvolt-Technologie mit 60 Volt, ihr habt richtig gehört, 60 Volt austesten. Ich werde die mal aufbauen, anschließen und mit der Platte mal ein bisschen was ausprobieren, weil von der Platte erwarte ich mir echt viel, schon viel gehört vom Götz selber und ich glaube, dass da richtig was geht und ich möchte euch natürlich dabei mitnehmen, damit ihr seht, was die Platte alles kann im Vergleich vielleicht auch zu manch anderen Platten. Da bin ich schon richtig gespannt drauf. Ich werde die auf alle Fälle auch auf mein Wohnmobil montieren, weil ich weiß schon, was die Platte alles kann, aber da nehme ich euch noch absolut dazu mit. Schreibt fleißig in die Kommentare, ich freue mich drauf, was ihr von den Projekten haltet, wie ihr die Arbeiten seht und was vielleicht auch die Wünsche in der Zukunft sind. Ich jedenfalls sage schon mal ganz, ganz lieben Dank. Ich habe ganz, ganz viel Kopfkino und ganz viel noch vor, gerade auf den Kanal und da freue ich mich riesig drauf und euch auch mitnehmen zu dürfen. Bis dahin, bleibt gesund. Über ein Like freue ich mich natürlich immer, genauso wie über ein Abo von euch. Und dann sage ich bis bald aus Dingisbühl. Ciao.